Hallo, mein Name ist Silja Topstedt und ich bin von den Veranstaltern von Rund um die Burg gebeten worden, meine Lesung, die ich ja eigentlich viel lieber live machen würde für euch, aufzuzeichnen. Und das mache ich sehr gerne. Ich stelle euch mal mein Buch vor, das heißt Wohin mit dem Müll vom Trennen, Entsorgen und Weiterverwenden. Und das habe ich zusammen mit Angelika Jacklin und Martina Brandstetter geschrieben. Das ist im G&G Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Und das lese ich euch jetzt einmal vor. Los geht's! Mama und Valentin gehen in den Supermarkt. Wir brauchen Erdbeeren und Schokostreusel und Gummibärlis. Aufgeregt flitzt Valentin zu den Einkaufswegen. Mama lacht und wedelt mit einem Zettel. Alles notiert. Valentin kann zwar noch nicht lesen, aber wie seine Geburtstagstorte aussehen soll, weiß er ganz genau. Darin ist er ein echter Experte. Morgen ist es endlich soweit. Valentin wird 5 Jahre alt. Sie steuern als erstes zum Obststand. Die Erdbeeren sind in durchsichtige Folie eingepackt. Valentin legt 2 Plastikschalen in den Wagen. Weiter geht es zum Kühlregal. Mama nimmt 4 Liter Milch heraus und drückt Valentin einen Eierkarton in die Hand. Vorsichtig bitte. Valentin passt auf, dass der gelbe Pappkarton nicht hinunterfällt. Sie kurven um die Regale herum. Wo sind bloß die Süßigkeiten? Valentin greift nach einer großen Packung Gummibärlis, die zwischen seinen Fingern knistert. Dann fehlen noch Würstel, Luftballons, Luftschlangen, Konfetti, Pizza und Saft. Hinter der Kasse entsorgt Mama die sperrigen Pizzakartons in einen Papierkorb vom Supermarkt. Das ist praktisch. Ist das schwer, stöhnt Valentin. 2 volle Stofftaschen haben Mama und er nach Hause geschleppt. Die Milch muss in den Kühlschrank. Bananen und Erdbeeren kommen in den Obstkorb. Wo sind nur die Eier? Haben sie die etwa vergessen? Ohne Eier keine Torte und das wäre natürlich eine Katastrophe. Hier sind sie doch. Mama holt sie lächelnd aus ihrer Handtasche. Ich wollte nicht, dass sie zerbrechen. Valentins kleine Schwester Valerie hat die Luftballons entdeckt und flitzt davon. Stopp, die brauchen wir doch zum Dekorieren, brüllt Valentine hinterher. Valentin ist nicht nur ein Experte für Geburtstagstorten, er kann auch in Windeseile ein langweiliges Wohnzimmer in einen bunten Partyraum verwandeln. Gemeinsam hängen sie Girlanden, Luftschlangen und Ballons an die Wände. Während Papa den Kuchen backt, deckt Mama den Tisch. Valentin wollte eigentlich die schicken Plastikteller mit dem Rennautomotiv kaufen, aber Mama besteht auf die Keramikteller aus dem Schrank. Die können wir wiederverwenden und das ist besser für die Umwelt. Wann ist es endlich 15 Uhr? Valentins Bauch kribbelt vor Aufregung. Da klingelt es an der Tür. Freya und Mert sind die ersten Gäste und drücken ihm ein riesiges Geschenk in die Hand. Dann kommen Marlene, Oskar, Luisa, Simon und Nini. Mama trägt die Erdbeertorte mit 5 brennenden Kerzen herein. So laut sie können, singen sie für Valentin ein Geburtstagslied. Nach dem Essen darf er die Geschenke auspacken. Der Berg an Geschenkpapier ist riesig. Mama faltet es und legt es in die Bastelkiste. Nachdem sie Topfklopfen und blinde Kuh gespielt haben, hat Papa eine Überraschung. Alle mal herkommen, es gibt Popcorn. Er drückt auf den Schalter der Mikrowelle, doch es passiert nichts. Oh je, seufzt Papa, ich glaube, die Mikrowelle ist kaputt. Valentin ist enttäuscht. Kein Problem, sagt Papa, dann machen wir das Popcorn einfach im Topf. Außerdem haben wir noch jede Menge Würstel und Ketchup im Kühlschrank. Als das Geburtstagsfest vorbei ist, umarmt Valentin zum Abschied Oskar und Luisa. Das war eine tolle Party. Gemeinsam mit Mama und Papa macht er sich ans Aufräumen. Kuchenbrösel und Würstelreste landen im Restmüll. Mama stellt die schmutzigen Teller und Tassen in den Geschirrspüler. Valentin sammelt die Papierschlangen ein. Er weiß, dass sie in die Papiertonne gehören. Und was machen wir mit der Mikrowelle? Nun, wir können sie nicht einfach in unserem Hausmüll entsorgen. Morgen bringe ich sie zum Mistplatz. Darf ich mitkommen? Valentin ist begeistert. Papa grinst. Na klar. Hier seht ihr unsere erste Infoseite in unserem Sachbilderbuch. Und zwar ist es ja so, dass ihr schon zu Hause damit anfangen könnt, Müll zu trennen und Abfall zu vermeiden. Und hier seht ihr, welche Tonnen
es so gibt, zum Beispiel Papierkarton, Biomüll, die Tonne für Plastikflaschen und Getränkekartons und Dosen, der Glasmüll und der Restmüll. Und ihr könnt schon zu Hause damit anfangen, euren Abfall zu sortieren. Am nächsten Morgen kommt Oma, um Valentin und Valerie in den Kindergarten zu bringen. Sie staunt, als sie die vielen Säcke im Vorzimmer sieht. Das war wohl gestern ein rauschendes Fest. Im Müllraum öffnet Oma die rote Altpapiertonne. Eierkarton und Papierschlangen bitte hier hinein. Und dort in den gelb-blauen Container die Plastikflaschen, weiß Valentin. Vorher hat er alle Stöpsel abgeschraubt. Wozu brauchst du die denn, wundert sich Oma. Heute ist Müllfest im Kindergarten und ich will damit noch basteln. Verpackungsmaterialien und Lebensmittel machen einen großen Teil unseres Abfalls aus. Im Müllraum deines Hauses kannst du vieles bereits entsorgen. Hier seht ihr unsere zweite Infoseite. Da ist ein Müllraum dargestellt und man sieht ganz genau, welche Tonnen sich in einem Müllraum befinden. Und da steht auch noch mal ganz genau, was alles in welche Tonne hineingehört. Valerie klirrt mit den Glasflaschen. Wo bringen wir die hin? Valentin sieht sich ratlos im Müllraum um. Oma lächelt. Auf der Straße gibt es eine Altstoffsammelstelle. Wir entsorgen eure Flaschen dort in den Glascontainern. Hier ist eine Altstoffsammelstelle zu sehen. Das sind einmal die Glascontainer, wobei man Buntglas und Weißglas trennt. Und der andere Container ist dieser gelb-blaue, da wo die Plastikflaschen, Getränkekartons und Dosen hinein. Und davon gibt es sehr viele in der Stadt, diese sogenannten Altstoffsammelstellen. Im Kindergarten findet heute ein großes Müllfest statt. Aufgeregt nehmen die Kinder im Sitzkreis Platz. Julia, die Kindergartenleiterin, kündigt einen Überraschungsgast an. Ein Mann mit einem großen Sack über der Schulter kommt herein und stellt sich vor. Hallo Kinder! Ich bin der Kurt und arbeite bei der Müllabfuhr. In der Mitte stellt Kurt vier kleine Tonnen auf und holt eine durchsichtige Flasche aus dem Sack. Wer weiß, wo sie hineingehört? Valentin springt auf. Wenn sie aus Plastik ist, in die gelb-blaue Tonne. Und wenn sie aus Glas ist, in den Glascontainer. Bravo! Kurt greift erneut in den Sack und der Karton einer Tiefkühlpizza. In die rote Papiertonne, ruft Freier. Wieder richtig und jetzt aufgepasst, wohin gehört ein Taschentuch? Auch in die rote Papiertonne, ruft Bernd. Es wird meistens zum Naseputzen verwendet, deshalb muss es in die schwarze Restmülltonne, erklärt Kurt. Das Müllfest ist in vollem Gange. Valentin staunt über Luisas und Freyers Roboter. Das will ich auch bauen. Begeistert flitzt er zur Roboterstation und sammelt die Bauteile zusammen. Eine Blechdose als Kopf, Schrauben und Knöpfe für Augen, Nase und Mund, einen kleinen Plastikeimer für den Körper und bunte Kabel als Haare. Mit ein wenig Kleber verwandelt sich der Haufen in einen echten Roboter. Valentin platzt fast vor Stolz. An der Schaumstation pusten Mert und Oskar in Plastikflaschen, die mit einer Socke überzogen und mit Seifenwasser gefüllt sind. Martina ist begeistert, als sie die langen, bunten Regenbogenschaumbürste sieht. Zum Abschluss des Festes werden Flaschenstöpsel ausgeteilt. Jedes Kind darf sie dicht an dicht auf eine riesige Leinwand kleben, sodass ein Mosaik entsteht. Dieses Kunstwerk kommt an die Wand hier im Kindergarten, freut sich Julia. Am Nachmittag fahren Papa, Valentin und Valerie zum Mistplatz. Einige Container sind so riesig wie Autos. Papa keucht, die Mikrowelle ist ganz schön schwer. Ein Mann mit orangener Jacke zeigt ihnen den Weg. Elektroschrott dorthin. Valentin staunt über die gestapelten Fernsehern, Waschmaschinen und Kühlschränke. Auf einem Mistplatz können neben Metall, Holz, Glas, Kunststoff und Sperrmüll sogenannte Problemstoffe entsorgt werden, erklärt Papa. Dazu gehören Batterien, Spraydosen oder Farbeimer.
Auch Altspeiseöl kann am Mistplatz abgegeben werden. Nach dem Ausflug zum Mistplatz sitzt Valentin in seinem Zimmer und hat Geschenkpapierschnipsel um sich herum ausgebreitet. Was machst du denn da? Neugierig blickt Mama über seine Schulter. Ich beklebe den alten Bilderrahmen neu, sagt er stolz und zwirbelt das bunte Papier geschickt zu kleinen Röllchen. Vorsichtig klebt er sie auf das Holz. Sehr schön, lobt Mama. Hilfst du mir danach auf dem Balkon? Valentin springt auf. Er liebt es, mit den Händen in der Erde zu wühlen. Vielleicht können sie Erdbeeren anpflanzen für seine nächste Geburtstagstorte. Wie sie aussehen soll, weiß Valentin ganz genau. Schließlich ist er ein echter Experte. So, das war das Ende der Geschichte. Und ich zeige euch jetzt noch, was wir uns noch zusätzlich ausgedacht haben. Und zwar haben wir sogenanntes pädagogisches Begleitmaterial entwickelt. Das sind ganz viele verschiedene Arbeitsblätter, die ihr auf der Internetseite vom G&G Verlag euch runterladen könnt. Da geht ihr dann einfach auf den Link Bilderbücher und dann Begleitmaterial. Da findet ihr unser Buch und ich zeige euch mal einige Arbeitsblätter, dass ihr sehen könnt, wie die aussehen. Und zwar gibt es zum Beispiel, haben wir verschiedene Mandalas für euch entwickelt oder gezeichnet. Ja, die sehen so aus. Dann gibt es ein Bilderlotto-Spiel. Das schaut so aus. Das kann man ausschneiden und dann damit spielen. Dann gibt es selbstverständlich die Anleitung für die Regenbogenschaumwürste, also die Sockenseifenblasen. Das Arbeitsmaterial sieht so aus. Dann haben wir euch auch eine Anleitung gemacht für das Stöpselbild. Und das ist noch nicht alles. Es gibt noch viel mehr Begleitmaterial und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch das mal anschaut.